Hier im Innenressort gibt es Pläne, deutlich mehr Polizisten einzustellen. Hintergrund ist das neue Polizeigesetz. Das darin enthaltene Datenschutzrecht erhöht den Arbeitsaufwand für die Polizei. In einer Vorlage für die morgige Senatssitzung, die Buten und Binnen vorliegt, fordert das Innenressort 40 neue Polizei-Vollzeitstellen, einmalige Investitionen in Höhe von rund 900.000 Euro und mehr als 400.000 Euro pro Jahr zusätzliche Haushaltsmittel. Allerdings sorgen diese Pläne des Innensenators offenbar für Zwist in der rot-grün-roten Regierung. Das Innenressort rudert zunächst zurück. Ja, also wir haben unsere Vorlage erstmal für morgen ausgesetzt. Die wird aber besprochen werden, aber im Rahmen der Eckwertberatung im März. Warum wurde die ausgesetzt, die Vorlage? Ja, die Haushaltsberatungen sind schwierig und manches braucht eben auch offenbar noch ein bisschen mehr Zeit. Und hier im Rathaus ist die Entscheidung über zusätzliche Polizisten sicherlich nicht das einzige Problem bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen.